ein Wunderschön. Ja. Ja. Und heute. Was geht? Und du hast alles am Start. Da hängt noch eine Minicamp. Warum ist die da? Einfach mal ein Event hier aufhält. Krass. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ich bin noch sehr, sehr müde. Wir haben echt 2 Uhr in der Nacht. Ich fahre ja heute nach Köln, so dass ich dann morgen zum ersten Tag auf der Gamescom sein kann. Und dafür muss ich nicht erstmal dann ja um 6 Uhr dann ja in Nürnberg losfahren, so dass ich dann um 1 da bin. Und ich habe ein paar Depäck dabei. So, hier. Da ist mein Gepäck, noch ein roter Koffer, den ihr kennt oder nicht kennt, das weiß ich nicht. Ja, ich sag dann einfach mal, let's go to the start. So, wir haben, ich bin jetzt los, dann, es ist kurz nach 3, ja, ihr seht das da gerade leider noch nicht, aber mein Depäck ist leider viel und großartig, und da oben, fliegt da gerade ein Flugzeug, wenn ich echt hin kann, da, glaubt der Punta um, der da gerade fliegt. Ja, ich gehe erstmal weiter zum Bahnhof. Ich werde gerade nur von so einer Straßenlaterne angeleuchtet. Aber wir wollen ja auch noch weiter nach Köln. Und das schaffen wir aber heute noch. Und damit geht die Fahrt richtig los. We'll be right back.
Wir sind hier in Würzburg angekommen und ich bin überbelichtet. Hilfe. Der Zug fährt nur bis Aschaffenburg, leider. Und dann muss man umsteigen auf Busverbindung. Das ist, oder so, Schienenersatzverkehr. Das ist leider sehr, sehr blöd. Aber ich zeig euch mal, ich habe meinen Koffer einmal hier hingestellt. Ich musste ihn auch erstmal da reinbekommen. Durch diese dünne Tür da. Naja, ich würde mich noch ein bisschen schneiden. Dann gleich geht es in Aschaffenburg eben weiter. Aber machen wir mal weiter. Der Stadt nun angekommen. Letzter Zug, letzte Tür. Ja, noch nicht letzte Tür. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Was für ein Tag war das? Ich gehe jetzt mal runter. Ich werde hier abgeholt. Hoffe ich mal. Nicht sagen, wie lange das überhaupt gedauert hat. Und jetzt zeige ich euch mal wieder, wie ich da eigentlich alles gemacht habe. Ja, das ist hier alles nur Rohbaustelle, aber das soll euch nicht interessieren. Euch soll nur einfach das Setup interessieren, was ich habe. Und gestellt bekommen habe. Ja,
Erstmal, hier ist mein ganzes Zeug für die Gamescom und Co. Und ja, da möchte ich nicht lang sprechen. Hier ist mein Bett. Da schlafe ich dann eben. Ja. Dann gehen wir einmal hier hin. Koffer ist auch noch manche Sachen drin. Aber ich brauche manche Sachen auch nicht. Ja. Man nimmt lieber ein bisschen mehr mit, vor man weiß, okay, ich brauche noch die und das und die und das und das und das und das und das und das. Von der Steckdose geht echt ein Kabel zu diesem Verteiler. Den klicke ich mal an und dann den hier diese drei wunderschöne Kopfhörer an. Und das Kabel geht hier weiter und den zu dieser Spalt. Und hier, und da geht auch wieder ein weg und da schalte ich auch einmal ein. Und dann den hier diese Taunteile an. Ja, das sind echt Taunteile. Hier 3%. Hier ist alles aufgeladen. Oh, der hier hat noch keine Verbindung. Okay. Aber soll ja auch egal sein. Doch eins habe ich noch übrig. Dafür ist der hier da. Und der letzte Schalter. Ja, Kabelführung unten sieht nicht toll aus, aber schalte hier mal ein und dann sollte hier oben da alles leuchten. So, ich kann mal den PC einschalten. So, und die leuchten hier alle und haben alle eine Verbindung. Lampe hat eine Verbindung zum Strom und ja. Ja, ich komme gleich nochmal zurück. So Leute. Ich habe alles, ja, hoffentlich soweit schön eingerichtet. Hier ist noch Kinderriegel und Duplo. Das esse ich nicht gleich. Oder nach dem Mittag, nach dem Abendessen. Ich sage damit einfach noch einen wunderschönen guten Tag. Bis morgen auf der Gamescom 2019. Und für mich ist noch viel, viel Arbeit drin. Und darum schneide ich gleich alles noch, esse, gehe schlafen und dann morgen früh um 7 für mich geht das dann los. Oder stehe dann schon um 6 Uhr auf. Und dann werdet ihr das Video vom Tag 1 morgen erleben. Ja, übermorgen. Ja, verstanden? Ich hoffe mal. Okay, jetzt wirklich mal einen schönen Tag. Tschüss.